Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich lese aus dem Buch Helena White, Intellekt, Charakter und Persönlichkeit, Band 2, Ausschnitte vom Kapitel 50, Angst und Sorge. Es ist nicht die Arbeit, die Menschen umbringt, sondern die Sorge und die Ängste. Die einzige Möglichkeit, diese zu vermeiden, besteht darin, dass wir jede Schwierigkeit zu Christus bringen. Wenn wir die Dinge, die auf uns zukommen, selbst in die Hand nehmen und uns auf unsere eigene Weisheit verlassen, nehmen wir eine Last auf uns, die uns Gott nicht zugedacht hat. Wir nehmen Gott die Verantwortung aus der Hand und setzen uns selbst damit an seiner Stelle. In diesem Leben müssen wir mit Schwierigkeiten und Verlusten rechnen, weil das dazu gehört. Aber wenn wir wirklich glauben, dass Gott uns liebt und es gut mit uns meint, dann müssen wir aufhören, uns um die Zukunft zu sorgen. Wir müssen so auf Gott vertrauen, wie ein Kind liebevolle Eltern vertraut. Dann verschwinden unsere Ängste und Sorgen. Wir sollen so viel tun, wie wir können und uns keine Sorgen machen. Wenn wir uns selig dazu erziehen, größeren Glauben zu haben und mehr Liebe, Geduld und Vertrauen in unserem himmlischen Vater, können wir ruhiger und glücklicher durch die Schwierigkeiten dieses Lebens gehen. Es gefällt dem Herrn nicht, wenn wir uns mit Murren und Sorgen aus dem armen Jesu entfernen, denn er ist die einzige Quelle der Gnade, die Erfüllung jeder Verheißung und die Verwirklichung allen Segens. Wenn wir beständig auf Gott vertrauen, können wir uns sicher fühlen. Wir haben einen himmlischen Vater, der für seine Kinder sorgt, und seine Gnade wird genügend in jeder Zeit der Not. Ich lasse euch nicht als weisen Kindern allein, sondern ich komme zurück, verspricht er uns. Johannes 14, 18. Amen.